Oh ja, es geht wieder los. Ich freue mich total, schon als ich es direkt auf Kickstarter gesehen habe. The Book of Unwritten Tales geht in die zweite Runde. Es geht wieder weiter mit den Freunden und diesem klasse Humor, wo man eigentlich nicht denkt, dass sowas überhaupt aus Deutschland kommen kann. Und ich habe mir auch tatkräftige Unterstützung mit reingeholt. Der gute Rick unterstützt mich hier. Hi Rick. Hallo. Ja, und wir werden gemeinsam probieren, dieses Point-and-Click-Adventure zu schaffen. Und wir starten am besten gleich in das Spiel, warten nicht ganz so lang, sondern es geht gleich los. Ja, fortfahren. In Aventasien herrschte Krieg. Die Allianz der Menschen, Elfen und Zwerge kämpfte gegen die finstere Armee der Schatten. Jahre des Krieges verheerten das Land. Und dennoch, niemand konnte einen Vorteil erlangen. Es war zu dieser Zeit tiefster Verzweiflung, als ein alter Archäologe den Aufbewahrungsort des Artefakts des Schicksals entdeckte. Das Artefakt, das jeden Wunsch erfüllen und damit auch den Krieg entscheiden konnte. Für die eine oder die andere Seite. Die Schatten, angeführt vom Hexenmeister Munkus, Sohn der Erzhexe Mortroga, machten Jagd auf das Artefakt. Und sie hätten es als Erste erreicht, wäre da nicht eine Gruppe Helden gewesen, die sich ihnen entgegenstellte. Wilbur, der junge Gnom, der als Erster seiner Sippe zum Magier wurde. Ivo, die mutige Elfenprinzessin aus dem Waldlandreich. Und das Vieh, ein haariges Wesen aus den Nordlanden, Begleiter des strahlendsten der Helden. Er, Mate Bonnet, der eigentlich den Rest seines Lebens an der Seite der Elfenprinzessin hätte verbringen sollen. Er, der alle Schätze der Welt und sein eigenes Königreich verdient hätte. Er, der aufhören sollte, über sich selbst in der dritten Person zu sprechen und Zeit zu verschwenden. Da fliegt er. Ich mag diesen Humor von dem Nate einfach unheimlich. Das ist, ja, wir sind direkt im Spiel reingekommen. Kein großes Tutorial, oder? Das wird wahrscheinlich das hier sein. Dass wir uns hier, schauen wir mal, wo können wir... Ach, wir können da drüben zum Felsen, was natürlich eine ganz klasse Idee ist. Ja, zu einem Felsen gehen, der auch abstürzt. Gut, ach gut. Das ist gut. Allerdings kommt der Boden immer noch näher. Okay, dann... Klettere den Felsen nach oben, machen wir das. Ja, und natürlich sagt die Schwerkraft hier, oh, alles geht weiter nach unten und das Problem ist schlimmer geworden. Ja, ich schaff's dann. Okay, gut, wir sind hier drauf. Wackelige Brücke, die geht allerdings auch nach unten. Ein Teil des Stegs. Er hat die Explosion halbwegs überstanden. Gut, dann klettern wir hier doch weiter nach oben. Einmal ist jetzt hoffentlich bricht die Brücke nicht auseinander. Wenn ich Glück habe, reicht es hoch. Bis hinauf zur Insel. Was ich allerdings bezweifle. Das ist ja weit, also. Aua. Der Arme. Aber ich glaube, da drüben ist die Lösung hier, wenn ich das richtig sehe, eine Öllampe. Das kann nur eines bedeuten. Wir gehen ins Feuer. Wie geht's? Noch geht's. Kann es sein, dass dein Zauber nicht ganz so funktioniert hat wie geplant? Ich habe dir gesagt, dass es da gewisse Risiken gibt. Gewisse Risiken? Hm? Naja, nicht so schlimm. Fast nichts passiert. Hilfe! Ich glaube, wir nehmen... Risiken? Was für Risiken? Nun... Djinn-Magie ist eine komplizierte Sache. Sie ist schwer zu dosieren. Und wenn man lange nicht gezaubert hat, kann schon mal ein klein wenig dabei schiefgehen. Zum Beispiel, dass du mich umbringst?
Es war ja keine Absicht. Oh, naja, nicht so schlimm, fast nicht. Alles halb so wild. Jetzt, wo wir Zeit haben, erzähl doch mal von dir. Oh, also das Licht der Welt erblickte ich in einer Oase in der Umzugwüste. Damals war ich... Bist du bescheuert? Das ist kaum der richtige Zeitpunkt, um in Erinnerungen zu schwelgen. Dann hättest du nicht fragen sollen. Hey, ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen, Benny. Naja, du siehst ja, was letztes Mal passiert ist, als ich gezaubert habe. Zeit, es wieder gut zu machen. Na los. Ach, ich weiß nicht. Am Ende mache ich alles nur noch schlimmer. Schlimmer als das hier? Halt die Zeit an, kehre die Schwerkraft um, zaubere, verdammt. Dann entschuldige die Störung. Ich komme allein zurecht. Ja, alte Grundregel im Point-and-Click-Adventure, mach einfach alle Texte mal durch. Ich stürze zusammen mit tonnenschweren Felsbrocken einem äußerst schmerzhaften Ende entgegen. Also, wie solltest du die Situation noch verschlimmern können? Ich könnte die Luft brennen lassen oder es könnte hier ganz, ganz doll stinken. Kannst du nicht die Zeit anhalten oder Flügel? Verpass mir Flügel, wie wär's damit? Das ist alles fürchterlich kompliziert. Ich fühle mich heute wirklich nicht danach, Nate. Benny? Vielleicht morgen? Ich muss den heutigen Tag erstmal verarbeiten. Du holst mich auf der Stelle aus dem Schlamassel, in den du uns gebracht hast, oder... Du sollst nicht mit mir schimpfen. Ich hab's dir gesagt. Benny! Ja. In seinem aktuellen Zustand wird er tatsächlich keine Wunder vollbringen können. Ich muss irgendwas Leichtes finden, das sogar er sich zutraut. Ah, dann nehmen wir doch da drüben den Teppich. Das sieht doch ganz praktisch aus. Ein bisschen alt. So. Also. Nimm den Teppich. Fliegender Teppich. Ist das zu viel verlangt? Ich rede nicht mit dir. Du... Es tut mir leid, dass ich deine Arbeit kritisiert habe, Benny. Und dass ich deine Lampe geschüttelt habe und alles. Du hast es nur gut gemeint. Also schön, wie kann ich dir helfen? Teppich. Ein fliegender Teppich. Das ist in der Tat recht einfach. Aber ich weiß nicht, soll ich es tatsächlich wagen? Oh nein, lass dir Zeit. Ja! Und ein Glück, wir haben es geschafft. Das Spiel ist zu geil. Das was zum... Eichen? Was ist hier passiert? Okay, was wollte ich gerade sagen? Ach nee, jetzt geht's los. Nordic Games Presence. Das Häschen! Das sind diese alten Ritter-Rost-Sachen. Nein, das ist mal wieder Game of Thrones hier. Und Molly! Das ist cool gemacht. Willkommen, Abenteurer. Ich bin das Tutorial, Wächter über das Spielprinzip, Erklärer der Steuerung. Klicke in die Szene, wo immer dir beliebt, um den Spielcharakter zu bewegen. Ah, dann machen wir das doch mal hier hin. Gut gemacht. Nee, lieber hier. Klickst du einen Gegenstand mit links an, so führt dein Spielcharakter eine kontextabhängige Aktion aus. Klicke mal den großen Hebel an. Ja, mach ich gleich. Rick wollte noch kurz was erzählen. Was hast du gemeint, Rick? Erstens scheint das alles sehr komplex aufgebaut. Also von den Dialogen sind doch sehr... Ja, es ist alles komplett vertont worden und das ist halt eben echt klasse. Also...
Ich denke, das Spiel hat echt Potenzial zum Spiel des Jahres dieses Jahr. Ist ja auch angekündigt worden mit über 200.000 verschiedenen aufgenommenen Wörtern. Also es ist... Ja, also wenn das Spiel es nicht schafft, das... Es macht so viel Spaß, schon jetzt die ersten 2 Minuten, das hat, ja... Die Dialoge sind einfach klasse, der Humor ist klasse und immer diese ganzen Anspielungen, wie hier jetzt gerade dieses Game of Thrones. Aber ich mach mal hier weiter, ich benutze jetzt mal den Hebel. Der Roboter hat den Hebel benutzt, da ihm das logisch erschien. Klicke den Hebel nun mit rechts an, damit der Roboter den Hebel betrachtet, anstatt ihn zu benutzen. Ja, dann betrachte den nochmal. Rechte Taste. Ausgezeichnet. Boah. Der Roboter meint, der Hebel sei intakt. Aber was ist dann defekt? Die Luke dort, klicke sie mit links an. Mache ich doch. Hier, betrachte die Luke. Der kleine Kerl meint, dahinter sei eine komplizierte Mechanik versteckt. Vielleicht liegt da das Problem. Klicke die Luke erneut mit links an. Könntest du denn kaum mit den Erzähler hier? So, oh, ganz schlimme Mechanik. Der erste Linksklick führte zu Betrachten, der zweite zu Benutzen. Warum? Weil nach dem Betrachten für den Spielcharakter das Benutzen zur sinnvollsten Aktion wurde. Ein einfaches Prinzip. Ja, das war wirklich sinnvoll. Gut gemacht, Wally. Wenn du das betrachten möchtest, klicke links, um zu tun, was der Spielcharakter gerade für sinnvoll hält. Ob die Maschine jetzt wieder läuft... Klicke den Hebel mit links an. Na, ja, tülüt. Also mach hier tülüt. Ach ne, übelüt. Ah, schöne Grüße an den guten Jan Theisen oben in Berlin, Bremen, Hamburg. Entschuldigung. So. Sehr gezeigt. Papierschiffchen. Ein neues Problem. Und schon wieder wie das nächste Problem. Untersuche mal das Getriebe. Na, das hier? Ja, okay. Ups. Na, einmal das war mit Profis hilfreich. Arbeiten. Sammle bitte beide Zahnräder ein. Und was ist mit dem Turm da hinten? Okay, dann nehmen wir das eine Zahnrad. Das zweite. Sehr gut. Ja, aufgenommene Gegenstände landen im Inventar. Dein Nein. Inventar öffnest und schließt du, indem du rechts unten auf den Rucksack klickst. Um einen Gegenstand aus dem Inventar zu benutzen, klicke ihn mit links an und klicke dann auf den Benutze eines der Zahnräder aus dem Inventar mit dem Getriebe des Stadtmodells. Oh, mach ich doch. Einmal den hier reinbauen. So, sei lieb. Hervorragend. Jetzt noch das zweite Zahnrad. Den zweiten. Zack. Perfekt. Öle das Getriebe lieber noch, bevor du die Maschine wieder einschaltest. Machen wir. Verbeulte Ölkanne. Nimm sie. Ordentlich Schnodder drauf. Das sollte reichen. Schmeiß die Maschine an. Ich glaube, ich werde halt den Rest des Tages wirklich nur noch mit Düdelüt durchlaufen hier. Ja, und was ist mit dem abgebrochenen Turm dort hinten? Den lassen wir einfach liegen. Mal gucken, was da gleich passiert. Ja, okay. Na, mal machen wir einfach weiter hier. Die Fledermäuse. Ja. Oh, und das nächste Problem schon? Man kann Gegenstände im Inventar näher untersuchen. Sammle die kaputte Figur und die Werkzeugkiste ein. Dann klicke die Werkzeugkiste im Inventar mit rechts an, um sie zu untersuchen. Nimm sie auf, komm, einmal Werkzeugkiste, ab ins Inventar, dann die kaputte Figur.
Was hat er für eine Nummer? N3 oder N8? Moment, N8. Ich muss... Ist es auch irgendwie? Ich überlege gerade, welche Anspielung das sein kann. Aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, worauf N8 irgendwie... N8, was ist danach? N8.1. N8.1 oder... N81, keine Ahnung. Falls ihr irgendeine Ahnung habt, worauf das eine Anspielung sein soll, dann schreibt mir es doch bitte in die Kommentare unten rein. Ich habe gerade keine Ahnung. Wir sollen die alte Werkzeugkiste uns rechts anschauen. Oh, und guck mal. Du hast ein paar Gegenstände in der Werkzeugkiste gefunden. Du kannst Gegenstände im Inventar miteinander benutzen, indem du zunächst den ersten Gegenstand mit links anklickst und dann mit diesem Gegenstand am Cursor auf den zweiten Gegenstand klickst. Versuche, die Figur im Inventar zu reparieren. Ja, was immer hilft, ist gutes altes Tapeband. Das repariert alles, auch in meinem Auto. Sehr gut. Nun stelle die Figur wieder auf ihren angestammten Platz auf dem Balkon des Schlosses und starte die Maschine. Machen wir. Wir stellen es einmal nach oben. Hier, einmal Spucki noch drauf. So, der Vampir oder was das sein soll, hängt wieder. Noch irgendwie festschrauben oder so, geht nicht. Irgendwie mit dem Hammer irgendwie fixieren, geht auch nicht. Öl, auch nicht. Okay, dann starten wir die Maschine weiter. Ausgezeichnet, du bist bereit. Bevor ich dich jetzt verlasse, ein letzter Tipp. Drückst du die Leertaste, so werden dir alle interessanten Gegenstände an der Szene angezeigt. Viel Glück bei deinen Abenteuern in The Book of Unwritten Tales 2. Dankeschön. Und wir starten. Ich mache mir Sorgen um dich. Oh, Mama. Was ist mit dir? Es ist alles in Ordnung. Nein, du siehst auch gar nicht gut aus. Dick geradezu. Die Dick? Einer Elfenprinzessin steht es nicht zu, sich Frustspeck anzufuttern. Wenn du so weitermachst, wirst du nicht mehr in das Hochzeitskleid passen. Ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit zu heiraten. Ach, Schätzchen, das hatten wir doch schon. Prinz Lalios wird nächste Woche eintreffen. Du wirst ihn mögen. Er ist charmant und sieh mal, er hat ein Bild von sich und seiner Schwester geschickt. Wer von beiden ist die Schwester? Der Elfenadel hat nun mal keine unrasierten Primitivlinge zu bieten. Damit musst du dich abfinden. Mit sowas ich sind wir damals sogar Ich habe nicht das geringste Interesse an diesem Menschen. Nicht mehr. Du bist hier im Herzen des Elfenreichs. Im Schoß deiner Familie, wo du hingehörst. Niemand sollte hier traurig, erschöpft oder dick sein. Ich will doch nur dein Bestes. Oh, was sind das für eine Mutter? Und jetzt schließt sie uns sogar noch ein, oder? Die Tür ist ja hammer. Mit diesen Ästen, die dann davor gehen. Naja. Ja, wir sind eine hübsche, aber leider zu dicke Elfenprinzessin. Die ist doch nicht dick. Wo soll die dick sein? Also, höchstens vielleicht an den Ohren, aber... Das klären wir dann, glaube ich, auch in der nächsten Folge. Ja, genau. Wir haben jetzt die Einleitung und das Tutorial gespielt. Es war total witzig. Ich freue mich jetzt schon so auf das Spiel, wie es jetzt weitergeht. Und ich werde den ganzen Tag jetzt wahrscheinlich rumlaufen mit... Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder zur nächsten Folge hier bei The Book of Unwritten Tales 2. Ich bin so gespannt. Also, das Spiel ist so klasse. Ja. Und wenn ich da oben den Piepmatz ansehe, dann denke ich schon, wird morgen doch ein anderes Geräusch ersetzt werden ich wahrscheinlich. Ich würde sogar schon sagen,
Wir können nämlich das Spiel jetzt schon weiterempfehlen und die Download-Links in die Beschreibung unter reinpacken. Also das Spiel ist so dermaßen klasse. Es lohnt sich auf jeden Fall selber zu spielen. Müssen wir gucken, ob man da einsteigen kann, weil ich habe es jetzt über das Baking-System von Kickstarter bekommen. Steam verkauft das, ich glaube 25 Euro habe ich vorher gelesen. Ah, okay. Ja, dann perfekt. Dann schreiben wir das unten noch in die Kommentare mit rein, beziehungsweise in die Beschreibung. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.